Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Pro Cycling Manager 2019 Let's Play. Wir befinden uns auf der vierten Etappe zur UAE Tour. Auf der UAE Tour, nicht zur UAE Tour. Es geht heute auf den Hatterdamm. Ja, mal schauen. Ja. Van der Poel und Valverde, die Top-Favoriten heute. Vielleicht können wir irgendwas dagegen tun. Vielleicht können wir gewinnen. Vielleicht werden wir total ablosen. Mal schauen. In jedem Fall haben wir mit Carthy noch was gut zu machen. Ansonsten Uran, der Kapitän. Er hatte auf einer der drei entscheidenden Etappen eine bessere Tagesform, war besser drauf. Deshalb glaube ich auch die logische Konsequenz, auf ihn zu vertrauen. Ja, Kwiatkowski heute natürlich auch einer der Favoriten. Topmann, wenn wir den distanzieren wollen, dann müssen wir es auf der sechsten Etappe machen. Die sechste ist es, glaube ich, da geht's berghoch ins Ziel. Noch länger als auf dem Jebel Hafid. Hoffen wir es mal, dass das gelingt. Mathieu van der Poel, ja, absoluter Wunschfahrer für mich, hier den mal bei IF zu haben. Ich glaube auch, sein Vertrag läuft aus, aber der wird halt viel zu teuer werden. Der wird über 100.000 wollen und das ist im Moment bei diesem Budget einfach nicht drinnen. Ja, Kwiatkowski, der hatte schon bessere Werte. Man merkt halt, dass er bei Ineos sehr die Helferrolle inne hat. In echt. Mal schauen, ob es jetzt dann gleich losgeht. Generell, ich finde, Corendon ist ein interessantes Team. Mit Van der Poel an der Spitze hat man definitiv einen, der das Team alleine in die World Tour führen kann. Man muss es halt dann schaffen, wenn man mit denen spielt, seinen Vertrag zu verlängern. Denn wenn man das nicht schafft, hat man ein Riesenproblem. Ich meine, mit Van der Poel, da kannst die Rond, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Flash Wayon, Lüttich-Boston-Lüttich, Mailand-San Remo, da ist noch viel vielseitiger, als es Peter Sagan ist, meiner Meinung nach, auch in echt. Denn der kann ja alles. Also Van der Poel aus seinem Hochgebirge vielleicht und im Zeitfahren, aber der kann aus einer dezimierten Gruppe im Sprint gewinnen. Der kann an Hügeln ein so hartes Tempo fahren, dass die meisten rausfallen. Auf Kopfsteinpflaster ist er bärenstark unterwegs. Im Cross ist er die dominierende Persönlichkeit. Also, ja, und das mit, wie alt ist er? Ich glaube 22 Jahren. Ja, und wenn das jetzt nicht bald weiter lädt, dann werde ich es wohl rauscutten. Ich vergesse das dann eh wieder. Aber jetzt sind wir schon bei den Kreuzungen und dann geht es im Normalfall gleich los. Punktewertung sind wir auch nah dran an Kwiatkowski. Bergwertung natürlich auch zweiter. Jetzt Teamtexturen, jetzt geht's los. Enttäuschend für mich Movistar mit Landa, Carapaz, Valverde und Quintana. Keinen unter die ersten drei gebracht auf der letzten Etappe. Schlechte Teamarbeit. Krankert hat ja das gesamte Feld gesprengt. Dann hat Hugh Carthy den Abstand auf Dan Martin nur kontrolliert. Also nicht zu weit weggelassen. Dan Martin am Ende auch eingebrochen. Und dann blieben zum Schluss um den Tagessieg nur noch Uran und Kwiatkowski. Und da war ich zu ungeduldig und bin zu früh, oder um 150 Meter oder um 100 Meter zu früh angetreten im Sprint. So, wie dem auch sei, jetzt sind wir hier. Uran wieder eine Plus-1-Tagesform. Sehr schön. So gefällt mir das doch.
Langefeld, ich darf nicht vergessen, den aufgeben lassen. Den brauche ich für die Klassiker. Aber, naja, bevor es in die Klassiker geht, soll er hier nochmal in eine Ausreißergruppe reinspringen. Thomas Degan. Ah, jetzt kommen schon wieder so viele Fahrer. Aber bisher interessiert das keinen. Und er darf weg. Langefeld und dahinter noch eine Viermann-Gruppe. Ist alles kein Problem. Carapaz macht schon Tempo. Ja, pff. Okay, den will ich nächste Saison haben. Der wird bei mir kein Tempo machen müssen im Flachen. Der wird dann an den Bergen gefordert sein, wenn es heißt, eine Grand Tour zu gewinnen. Aber garantiert nicht auf einer kleinen, mehr oder weniger unwichtigen Halbflachetappe, denn das ist es ja, ich meine, der hat dann, ja, der wurde auch noch extrem entschärft hier in Game anscheinend. In echt ist das ja eine brutale Mauer. So, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was ich hier vorhabe. Langefeld muss arbeiten, Van Garderen soll sich ausruhen, so gut es geht. So, jetzt hier vorne, ja, auf einmal sind wir 10 Mann, noch 2 Mann in der Verfolgung. Ja gut, why not? Sage ich da nur, why not? Sprintet jemand? Ne. So, kleiner Überblick über die Fluchtgruppe Langefeld von uns, dann Reis von W52 Porto, Strakhov von Alpecin, Czerny von CCC, Julien Simon von Cofidis, DJ Van Garderen von uns, De Gent von Monty Group, Jérôme Cousin von Total Direct Energy, ja, Thomas Degant oder Timothy Degant, ich weiß es nicht genau, von verdammte, ich schau mal nach, ich habe es gerade davor noch gesagt, von Monty Group Gobbert und Arthur Michaud von unserem Lieblingsteam, von meinem Lieblingsteam, von Vital Concept, die uns in der letzten Etappe ganz schön die Suppe versalzen haben. Dahinter Patrick Müller und Devrient, ja, jetzt sind es 12 Fahrer. Dahin kämpft noch ein 13. mit Anthony Turgis, aber der wird wohl eingefangen, hoffnungslos dazwischen drin hier. Ich bin gespannt. Van Garderen gehört hier zu den stärkeren Fahrern, aber auch Langefeld eigentlich gut. Uiuiuiui, das wird ein Spaß, wenn es dann ins Finish geht. So, Van Garderen holt vorne Wasser, hinten muss das Modulo heute übernehmen. In jedem Fall, Langefeld, der macht heute noch seine Arbeit, wird Vollgas geben über diese Hügel hier in der Mitte und danach gibt er die Rundfahrt auf. So ungefähr hätte ich mir das halt mal gedacht. So, 3 Minuten 06, 2 Minuten 55, 58, ja, circa 3 Minuten Vorsprung hier immer. 100 Kilometer noch bis ins Ziel. Vergarde, ja, heute arbeitet Corendon, Circus super mit, auch David van der Poel ist an der Seite seines Bruders hier dabei. Ja, und die Hügelregion hier zum Schluss raus kommt immer näher und näher. Van Garderen soll vorne Wasser holen. Modulo hinten nochmal alle versorgen, die noch was brauchen. So, Van Garderen hängt sich schon mal hinter Langefeld und Langefeld nimmt das Tempo erstmal ein bisschen raus, lässt sich hier auch schön gemütlich mitrollen. Ja, ich meine, da sind auch andere Teams, die zwei Fahrer vorne haben. Dann sollen die doch auch was machen. Ja, kaum macht Langefeld nicht mehr mit, fällt der Vorsprung auf knappe 2 Minuten runter. Und nur noch 55 Kilometer, also circa 50 Kilometer bis ins Ziel. Gleich kommen wir in die Bergregion, also in die Hügelregion. Und das ist das Zeichen für Langefeld und Van Garderen. Hier das Tempo nochmal gut zu forcieren, hinten Triste Bond. So, wir haben den Vorsprung von 1,20 wieder hochgesetzt auf über 2
Minuten, ja, Langefeld, das ist halt einfach ein Tier in der Ebene. So, jetzt heißt es hinten aufpassen. Uram braucht einen Beschützer und auch Hugh Carthy braucht einen. Das kann jetzt nämlich extrem schwer gemacht werden. Das Rennen. 1,40, ja, Langefeld opfert hier wirklich seine gesamten Energien. Um, ja, ich muss es so machen, wenn ich mit Van Garderen weit vorne ankommen will. Ja, hinten gehen jetzt auch schon die ersten Lücken auf. Langefeld fährt vorne wie ein Berserker. Anderthalb Minuten Vorsprung. Och, bekommt der Garderen noch drüber hier vorne? Ne. Gut, damit Hannes Langefeld jetzt auch gut sein lassen. Vielleicht schafft er noch mal. Ja, nee. Nee, nee. Moment. Ich nehme Langefeld hier aus dem Rennen. Bringt ja nichts. Langefeld S, jawohl. Sebastian Langefeld gibt also auf. Verständlich. Er hat alles getan, was er tun sollte. Ja, eindeutig. Carthy, Uran muss der Kapitän sein. Ist hier auch noch viel frischer nach den beiden ersten mittelschweren Hügeln. So, vorne. Van Garderen fährt fair mit. Ja. Da gibt es den Antritt von Degant Van Garderen. Und das sind die beiden vorne. Reis versucht hier zuzufahren. So. Schafft Modulo es hier das Wasser noch zu bringen oder eher nicht oder schon oder nicht oder schon oder nicht. Ja, vorne fast wieder, ja, vorne der Zusammenschluss wiederhergestellt. Gut, Van Garderen wird hier also nicht als glänzender Solist gewinnen können. 20 Kilometer, ich schalte runter in der Beschleunigung auf X1. Also mehr oder weniger, eher weniger, in Echtzeit jetzt das Ganze hier. Und Modulo in der Abfahrt, in dieser kleinen Abfahrt, da können die anderen Fahrer von uns sein Tempo ein bisschen aufnehmen. Ja, oder auch nicht. Gut, Craddock schließt das Loch jetzt hier wieder relativ problemlos. Aber wir haben die Spitze übernommen wieder im Feld. Da kommt jetzt zwar UAE nach vorne mit Christoph. Der ist auch dabei da. Die fahren natürlich, ja, Sebastian Luis Henao, Sergio Luis. Die fahren jetzt hier natürlich auch für ihren Chef Dan Martin. So, Modulo verausgabt sich nochmal vollkommen, ehe er zurückfällt. Und dann übernimmt Lawson Craddock. Da kommt Troja nach vorne. Craddock muss da jetzt nicht Vollgas reinpacen. Kann sich noch ein bisschen schonen. Van Garderen ist ein paar Meter weiter vorne. Ich glaube, mein Notfallplan, den ich gerade so ganz, ganz flink, ja, vielleicht doch. Mal schauen. Degan Strakhov, greifen an. Ja. Craddock. Jetzt muss Craddock anziehen. Craddock zieht an. Und jetzt kommt der Angriff von Krankart. Uran. Craddock soll sich hier pro forma hinter Uran hängen. Schauen, ob das wieder klappt. Und dann soll er wegfallen. Während Tunnel Krankart hier alles gibt. Aber Kwiatkowski und Dan Martin. Die sind aufmerksam. Die sind immer noch dran. Die lassen sich hier nicht so leicht verarschen. Wieder Krankart. Und jetzt über die Kuppe. Greift sogar Hugh Carthy an.
Okay, die wichtigsten sind doch wieder vorne oder immer noch vorne mit dabei. 5 Kilometer nur noch. Ja, leider hat der Plan nicht ganz geklappt. 4,6 Kilometer nur noch. Vorne immer noch die Zehnergruppe im Übrigen mit Van Garderen dabei. Ja, ich glaube, die kommen durch. 3 Kilometer Marke. Schön langsam muss jetzt Hugh Carthy rauskommen. Und Hugh Carthy geht nach vorne. Beste Linie für uns. Aus der Kurve raus. 1,5 Kilometer bis zum Ziel. Carthy. Bisschen unfaires Manöver. Und Uran startet auch den Sprint. Zu spät. Zu spät um hier um den Etapp. Oder. 17% Steigung hier. Ganz links ist Kwiatkowski, 20 km/h. Uran nur 19. Kwiatkowski freut sich schon. Wird Uran Zweiter? Ne, Dritter. Ja. Gut, dritter Platz. Kwiatkowski, zweiter Etappensieg. Uran schiebt sich damit schön nach vorne. Alles gut. Ein bisschen zu früh angetreten wieder. Eieieiei, ich dachte, die Steigung ist kürzer. War sie nicht. Kleiner Tipp. Tretet spät an, wenn ihr auf den Harter Damm fährt. Aber gut. Ich glaube, taktisch wieder nicht schlecht. Gut gefahren, starkes Team, gute Teamleistung. Im Endeffekt fehlte da einfach der Punch eines Kwiatkowski oder Van der Poels. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Team, ich bin zufrieden mit Uran, ich bin zufrieden mit den Helfern. Also, ich kann mich hier wirklich nicht beschweren. Dritter Gesamtrang im Platz, also dritter Gesamtplatz im Moment für Uran. Nur Kwiatkowski und jetzt vor ihm Kwiatkowski können wir vielleicht irgendwie noch distanzieren. Nach hinten sind wir relativ safe unterwegs, glaube ich. Da ist nur Dan Martin, der macht mir ein bisschen Sorgen, aber auch nicht unbedingt viele. Aber 1 Minute auf Kwiatkowski, das wird sehr schwer. Das wird sehr schwer. Auf der fünften Etappe wird das nichts werden. Aber vielleicht auf der sechsten, auf den Jebel-Jais, wenn da alles gut zusammenläuft. Vielleicht schaffen wir es da. Eventuell. Ich habe keine Ahnung. Nach der Rundfahrt und nach Het. Nein, nach dieser Rundfahrt gleich, glaube ich. Ja, oder? Ja, nee, nach Het Newsblatt. Nach Het Newsblatt, sprich vor den kolumbianischen, schauen wir uns die Gesamtweltrangliste an, die World Tour Rangliste, die Einzelrangliste und welches Team die meisten Siege hat. Ich bin selbst gespannt, habe, seitdem ich es euch gezeigt habe, auch nicht mehr reingeschaut. Und im März ist es dann ja schon ein bisschen aussagekräftiger. Paris-Nizza startet am 10.3., also in 11 Tagen. Oh, das passt perfekt. Das passt perfekt mit Uran. Uran perfekt auf dem Formhöhepunkt. Hugh Carthy, ja, nicht ganz perfekt. Nicht ganz perfekt, aber naja, das ist noch auszugleichen, denke ich. Hat sich Woods verbessert? Nee. Naja. Ja, Alberto Bettiol. Von dem hängt auch viel ab. Hier seht ihr, ja, da unten, das sind dann die Leute, die jetzt ihre Höhepunkte bekommen. Dombrowski, Fini, Caicedo, Van den Berg, Woods natürlich. Van Marken natürlich auch erst. Bettiol Langefeld, Breschel, Sean Bennett, der hat auch schon 4 Renntage im Hofland. Logan Owen, James Whelan. Hugh Carthy mit 7, ja, der kommt jetzt richtig in Fahrt. Kankert Morton, Daniel Martinez, auch 9 Renntage. Einen Sieg, ja, das wissen wir. Der Tirreno Adriatico als Saisonziel. Okay. Gut. Wir sehen uns dann auf der nächsten Etappe wieder. Wenn es heißt Pro Cycling Manager 19, UAE Tour. Flachetappe von Sharjah nach Khor Fakkan. Bis dann. Ciao.